So. Ich weiß, die geht dann nicht mehr auf, ne? Aber. Ja gut. Ich hab jetzt gerade gedacht, hier brennt irgendwas, ey. Kannst du von innen nicht sogar Da innen geht eine Druckplatte. Das sieht irgendwie scheiße aus, weil die heller ist. Sieht man die von außen? Sieht man die von außen? Ja, sieht man. Fuck. Tür auf! Tür auf! Dann will ich, mach auch den Knopf dann. Und was? da ist gerade was losgegangen. Alter, jetzt. Ich back voll in der. So, Tür rum. Wollte gerade sagen. Sieht da besser aus. Naja. So. Also, lassen wir so. Die Truhen brauchen wir ja nicht füllen. Nö, ist ja nur Erzähler. Genau, wir sind ja hier im. Ich hab da einen eingesperrt. Udi! Was? Udi Helm? Hallo. 17 rohes Schweinefleisch gegen Smaragd oder 16 rohes Hühnchen? Wie kann ich den Typen dann labern? Mit Rechtsklick. Für Smaragd? What the fuck? Ja. Ui. So. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. Und nicht zu übertrieben groß. Alter, kannst du aus dem Bild fliegen? Ich versuche gerade Bilder zu schießen. Danke. Hui. Okay. Eigentlich ganz geil. Ein bisschen. Zack, hier noch eins. So. Unser kleines Dörfchen wächst. Also. Ja, so ein bisschen, ne? Von unser kleines Dörfchen. Weißt du, Tempel und Kirche, ne? Tempel und Kirche und die große Halle. Genau. Große Halle und Tempel sind so groß wie teilweise von anderen Leuten, so volle Dörfer. Und ja, wir haben da noch den Marktplatz. Oh ja. Hattest du den eigentlich von innen gezeigt? Wen jetzt? Den Marktplatz. Weiß ich gar nicht. Ich meine, ist nichts Spannendes, aber. Es hat mich nervt. Ein bisschen Fledermäuse. Warte. Wieso sind hier Fledermäuse? Ja, weil das wieso ist da hinten hell? Weil da die Helene-Filter ist. Ich brenne. Warum brennst du? Mir war so da noch. Es ist an sich nichts Großes. Da vorne kommt halt das Signal an vom Tage-Nacht-Schalter und dann wird das verteilt. Ja, ja, gut. Aber an sich nichts Großes, aber es hat ewig gedauert, die Scheiße auszuhören. Ja, hast du ja alles off-screen gemacht. Ja, ich wollte den Zuschauern das nicht antun. Nicht? Warum das denn? Huch. Hilfe. Okay. Weil ich dabei so gut wie gar nicht geredet habe. Außer, dass ich ab und zu was Scheiße gesagt habe, weil es nicht funktioniert. Aber es klappt jetzt. Ja. Na, weiß ich nicht, 2,5 Stunden Bauzeit oder so. Ja. Schaffst du nicht? Nee, ich auch nicht. So. Eigentlich müsste der doch. Ja, ja, der geht. Der ist möglich. Da sind Standard-Vierer-Schwung. Zeig ich schon, ne? Oh. Ja, geht. Ja, da sieht man wieder, wer Parkour kann, unfällig. Jedes Mal, Alter. Ohne Scheiße.
Alter, hier liegt überall Kram von dir rum. Ja, ich weiß. Wieso nehme ich immer die falsche Tür? Wo spawnst denn du? Im Tempel. Warum das denn? Auf dem Altar. What the fuck? Wo spawn ich? Ui. Ich glaube, irgendwo bei dir da im Eichelhausen. Oder Eichlinghausen oder wie das heißt. Eichelhausen. Nee, ich spawn tatsächlich beim Dingens. Beim Kreissägenmeister. Aber. Nichts gegen meine Kreissäge. Ich fand sie schön. Wie war das mit dem. Was? Slash Spawn Point. Genau. Also, mir geht der Typ da drin auf den Sack. Ja, wenn wir mal weit genug weg sind, ist es dann despawned, ey. So, was sollen wir jetzt einfach. Jetzt sammeln wir dein Kram hier auf, bitte. Der despawnt doch eh irgendwann. Alter, wie ich jetzt ganz da diese scheiß Fledermäuse hier drunter höre, ne? Ja, richtig nervig. Aber ich höre den Typen nicht mehr. Wahrscheinlich hast du ihn umgebracht. Ach, wie kommst du denn darauf? Oh, guck mal, der ist schon despawned, der ist gar nicht mehr hier. Ging aber schnell. Alter, jetzt also, die Kacke von dir auf. Ich guck dich an, ne? Ich sag so, ich höre den Typen gar nicht mehr. Hauptsache, das ist die Erschwert in der Hand. Ja. Also ich höre den gar nicht mehr, Pam. Hm? So, was sollen wir bauen? Erst noch irgendwelche, Ich würde dann schon fast mit den Wohnhäusern anfangen. Wohnhäuser. Also mir würde jetzt so auf Anhieb eigentlich nichts einfallen. Mhm. Was wir noch unbedingt brauchen. Ja gut, den Gerber, da kann man sich noch drüber streiten. Ja. Ich schätze mal so Holzschilde und so was macht der Förster mit oder was? Oder wolltest du noch ein extra Sägewerk machen? Nee. Das wäre zu krass, oder? Ja, und da hätte ich auch absolut keine Ahnung, wie ich das alles oder wie wir das alles machen sollen. Ich fühle jetzt hier Löcher. Also. Nicht was? So wie du denkst. Hep. Hä? Hep. Nein, mein Loch! Mein Loch! Der Server leckt. Ja, wie bei der Kreissäge. Ja, nee. Ja, aber beim Ansatz der Kreissäge. Ja. Nee. Oh, ich bin so durch heute. Sag mal. Noch mehr heute? Als ich. Nee, schon. Ja. Ich schließe die anderen Tage ja nicht aus. Ja. Ja, komm, wir machen es Wohnhaus, sonst kriegen wir gar nichts mehr geschissen hier. Ich muss nur kurz was erledigen. Es geht gerade vor, es tut mir leid. Hey, ja. Du weißt genau, was es ist. Ja, ich weiß, was es ist. Kannst es ja vielleicht schon mal ankündigen für. Naja, da kommt was. Man kann es irgendwie. Nein, geht nicht. So, alles klar. Jetzt bin ich hier. Schenk, direkt über das die. Wo bist du denn? Da bist du. So. So, jetzt weiter. Bin ich. Und? Ist es da? Ja. Okay. Dann kann ich es jetzt auch ankündigen. Ja. Warte mal. Nee, brauche ich gar nicht ankündigen. Die Folge kommt Freitag. Achso, na gut. War aber gut, der Stream, ne? War gut, ja. Ja. Oh Gott. Habe ich doch gesagt, wahrscheinlich um 0 Uhr rum, oder? Ja, wir haben jetzt gerade halb eins, ja. Wahrscheinlich um 0 Uhr rum. Ja, wir haben jetzt gerade halb eins. Ja, ist ja so.
Wann es genau kam, kann ich dir nicht sagen. Warum das denn nicht? Weil ich dann nicht alle 15 Sekunden aufdrücke. Nicht? Wow. Nicht, wenn wir in Aufnahme sind. Der ist dichter geworden, als ich wollte. Jetzt hole ich das mal für mich. Na komm, so. So. Moment, was? Wait, what? Wait, what? Du. Das ist doch tatsächlich dichter geworden, als ich wollte. Egal. Was, du bist dichter geworden, als du wolltest? Ja, das bin ich eh, aber das ist jetzt nicht das Thema. Okay. Wie ist das? Sollen wir, bevor wir die Wohnhäuser machen? Dann was? Ach, ey. Sollen wir eigentlich generell so ein allgemeines Lagerhäuschen bauen, oder? Meinst du so Kornspeichermäßig? Ja, wo dann Nahrung und so ist. Vielleicht auch Waffen, die dann, wenn Krieg ist oder so, wenn, keine Ahnung, irgendein Pisser angreift, das dann... Du hast doch schon eine Kaserne. Ja, was, du hast ja schon eine Kaserne. Wo hab ich die denn? Das komische Vor. Ja, das komische Vor. Ja gut, aber dass man dann... Ja, oder dann halt nur Nahrungsspeicher. Mein Gott, fick dich doch. Von mir aus können wir auch noch ein extra Lager machen. Mir ist das egal. Scheiße. So, paar 9 auf 7 MP begrenzen und da bin ich wieder. Boah, wie hieß das jetzt? Genau. Müssen wir jetzt? Weiß ich nicht. Oh, ein Schaf. Mäh. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal so einen kleinen Forest gemacht, der viel zu dicht geworden ist. So, das meintest du mit dicht. Mache ich hier mal weiter. Ich forste jetzt noch eben auf, dann ist die Folge auch vorbei. Und ja, das ist jetzt schon die dritte Folge. Ja, reicht doch dann. Ja, es reicht. Mir reicht's. Hör auf. Bitte was? Kein Bock mehr. Bock. Das war... Ey, ich... Alter, Hilfe. Hilfe. Jetzt sag nicht, ich hab dich eingesperrt in den Baum. Du hast mich eingebaumt. Hilfe. Hilfe. Voll nicht... Ach doch. Hilfe. Jetzt kommst du raus. What the fuck, Alter? Ich guck noch mal so plump alles. Ja, das ist genau wie eine Grashaus. Hör mal, flump alles grün. Huch, jetzt habe ich mich selber eingebaut. Och Mann. Alter, what the fuck? 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 Was hat er denn? Was hat er denn? Mahatma Gandhi oder was? Ja, genau der. Mahatma Gandhi, Mahatma Gluck oder was? Alter, meinst du nicht, dass er ein bisschen groß wird? Was? Weißt du, aber er übertreibt die voll immer, ne? Ey, das sind Gebäude, das ist was anderes. Das sind Gebäude, das ist was anderes. Du bist so heute ein Troller, oder? Was sagst du? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Ja, ich hab's gemerkt. Ich sag, irgendwie bist du heute in Trolllaune. Kann das sein? Ja, so ein bisschen. Ich lass dich einfach merken, dass ich dich hasse. Ja, das weiß ich. Also gegenseitig. Brauchst du mir nicht zeigen. Beruht auf Gegenseitigkeit und so. Ja, Hassliebe und so. Ja, ja. So, ich bin ja auch gleich fertig mit meinem Aufforsten und so. Und meinem Bewäldern, Begrünen.
Ich lasse das ja alles so schön verwildert aussehen. Als wenn ich noch nie ein Mensch gewesen wäre. Weißt du, dann guckst du nach links, die ist ein Riesentempel. Wobei man das eigentlich echt machen könnte, ne? Was? So ein bisschen umgestalten darauf, dass das wirklich schon seit ein paar Jahren verlassen ist. Ja. Also so ein Baum, der da mitten rauswächst, ne? Boah, das wäre doch zu krass. Ich weiß, dass ich mich da verhassen werde, aber egal. Speicher vorher. Meinst du so? So in der Art, ja. Oh Gott. So, dann haben wir hier die haben wir die Radikalmethode. Nein, Junge! Was? Wenn jetzt der Tempel abbrennt, ne? Junge, guck doch mal nach unten. Ich, so blöd bin ich auch nicht. Also doch, aber nee. Heute ja. Alter, heute nicht. So, einmal die Radikalmethode. So, und bei diesem wunderschönen Lagerfeuer sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.